Hallo, mein lieber Skorpion, mein Name ist Siu und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Skorpion. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Allgemeine Informationen zu meinen Legungen findest du zu Beginn des Videos. Drücke hierfür einfach auf Pause und erhöhe die Bildqualität, wenn der Text bei dir unscharf sein sollte. Und um ein gutes Gesamtbild zu erhalten, schau dir auch gerne die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Wann welche Legung erscheint, das findest du wie immer unten im Infotext. Ja, mein lieber Skorpion, starten wir in deine Legung. Auch hier ein wirklich interessantes Bild, ja, jede Woche sehr, sehr spannende Legungen, die wir hier haben. Also ich bin selber immer ganz begeistert, was sich hier so alles tut. Ich denke, da können wir für dich vielleicht sogar das ein oder andere ins Reine bringen, in die Klarheit bringen. Wir bekommen hier sehr interessante Botschaften. Wir starten jetzt hier in der Ausgangssituation. Da zeigt sich Unterstützung bei einer bestimmten Angelegenheit, und da geht es um etwas, das macht dich innerlich sehr unruhig, ja, also ich sehe, das belastet dich auch, also es geht um irgendein Thema, wo du hier tendenziell gerade nicht so recht weiter weißt, ja, also das ist hier auch etwas Wichtiges. Da sehe ich bei einigen, da geht es um eine Tätigkeit. Das könnte eben auch die Bestimmung, die Berufung betreffen. Ja, es kann auch etwas anderes sein. Es kann auch etwas Berufliches sein. Es kann auch etwas komplett Privates sein. Wichtig ist, dich beschäftigt diese Sache aktuell sehr. Ja, und irgendwie ist es für dich auch schwer, hier einen klaren Gedanken zu fassen. Da möchte ich zuerst noch in die Außenschau gehen. Wir schauen ja auch immer einmal von außen auf deine Situation, um uns einen guten Gesamtüberblick zu verschaffen. Und hier sehen wir es auch. Ja, also da ist einfach sehr viel los, sehr viele Gedanken zeigen sich hier, ein Gedankenkarussell, viel Grübelei, kann auch sein, dass hier insgesamt gerade sehr viel zusammenkommt, ja, also das hängt jetzt von deiner Situation ab, aber wenn du dir hier das Bild ansiehst, ja, Achtung, das ist nur die Ausgangssituation, die, von der wollen wir uns ja auch dann wegbewegen, ja, oder von der gehen wir jetzt mal aus, wie ist es jetzt, ja, damit wir dann sehen können, was kann man denn hier alles machen, und es geht hier eben auch darum, du brauchst hier aktuell mehr Klarheit, vielleicht auch Struktur. Und da sehe ich eben auch die Unterstützung, die zeigt sich nämlich zweimal in der Legung. Also ist das hier für dich ja sehr relevant, was das betrifft. Ja, wer kann das sein? Das kann hier jemand aus deinem Umfeld sein. Das kann auch ein Expertenrat sein. Es kann ja auch darum gehen, ja etwas nachzulesen, nachzusehen, zu recherchieren, das dir hierbei weiterhilft. Für die meisten sehe ich hier aber tatsächlich eine reale Person. Da schauen wir jetzt gleich mal weiter auf deine Position, und hier zeigt sich ein Wiedersehen, das unter einem sehr guten Stern steht. Also das zeigt sich in Verbindung mit Glück, ja, also das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Bei manchen steht hier vielleicht auch tatsächlich ein Termin an in den nächsten Tagen, ja. Wir schauen hier tendenziell eher auf einen kürzeren Zeitraum. Das kann auch natürlich in den nächsten 1, 2, 3 Wochen passieren, ja. Das hängt jetzt auch davon ab, wie oft siehst du dir Kartenlegungen an. Dieses Wiedersehen ist wichtig. Das kann auch zufällig auf der Straße beispielsweise geschehen. Also das ist auf jeden Fall eine Person, die du schon länger nicht mehr gesehen hast. Bei manchen vielleicht viele, viele Jahre. Bei anderen können das aber auch nur ein paar Wochen sein. Ja, also der Zeitraum spielt hier keine Rolle. Wichtig für dich ist, dass dieses Wiedersehen unter einem guten Stern steht. Und da sehe ich aber auch, ja, für viele ist das hier diese Unterstützung. Es können aber auch zwei Themen sein, die
sich hier zeigen, die hier gemeinsam aufgelöst werden. Das kann hier auch eine Person sein, wo hier irgendetwas offen geblieben ist, wo hier vielleicht noch etwas geklärt werden möchte. Ja, jemand vielleicht aus der Vergangenheit, vielleicht aus der Schulzeit, ja, aus eben Jugend etc. Kann auch sein, dass das hier kommt. Für die meisten nehme ich sie aber ganz stark wahr, das ist hier ein großes Thema, und bei einer anderen Gruppe nehme ich hier eben zwei Themen wahr, die hier parallel gerade ablaufen, ja, und die sich hier irgendwie gegenseitig ein bisschen, was wäre da jetzt ein geeignetes Wort? Ja, hier irgendwie von der Stimmung her sehr ähnlich sind, ja, und das Ganze verstärkt sich hier aktuell, soll aber ja relativ zeitgleich aufgelöst werden. Also diese Unruhe soll verschwinden, mein lieber Skorpion, und da schauen wir jetzt gleich mal in die Blockaden. Was ist aktuell herausfordernd? Was stellt sich quer? Was ist blockiert? Beziehungsweise was blockiert hier dein Vorankommen? Ja, das sehe ich gleich auf deiner Ebene. Da geht es eben um diese Unterstützung. Also haben wir hier zweimal in der Legung, dann wird das hier tendenziell eher eine zeitliche Blockade sein, ja, etwas, das sich auf dich zubewegt. Bei der zweiten Gruppe, ja, wo ich hier gesagt habe, da zeigen sich zwei Themen. Da kann es eben auch sein, ja, dass diese Unterstützung für dich erst wahrnehmbar wird, wenn dieses Wiedersehen stattgefunden hat mit dieser anderen Person. Das hat sich interessanterweise auch gezeigt, also das möchte ich hier gleich anmerken. Bei den anderen ist es aber so, da geht es um eine zeitliche Blockade, ja, also eine temporäre Blockade. Das ist ein Ereignis, das sich auf dich zubewegt, ja, für manche eben auch schon ganz klar mit einem Termin im Terminkalender. Also insgesamt aber dieses Wiedersehen, das soll für dich sehr gut verlaufen. Was ich hier noch hinzufügen möchte, ist, ja, was dieses Wiedersehen betrifft, also für die meisten sehe ich das so, dass ja, dass sich hier sehr viel aufklärt. Ich weiß aber auch, also das fühlt sich hier ganz stark so an, die Frage, was ist, wenn man hier nicht im Guten auseinandergeht, ja, oder wenn man sich hier nicht versteht. Auch dann steht es unter einem guten Stern, weil hier trotzdem etwas für dich bewegt wird, mein lieber Skorpion. Also keine Sorge vor diesem Wiedersehen. Da ist das Universum ganz klar, das ist auf lange Sicht gesehen für dich wirklich, wirklich gut. Und da gehen wir jetzt gleich weiter zur nächsten Blockade. Da geht es darum, dass sich bei dir, ja, da, ich denke, sogar die Gesamtsituation verbessern soll. Also du bist hier kurz vor einem Durchbruch, habe ich so das Gefühl. Und da kann es eben auch durchaus sein, dass man hier ja ein bisschen unruhiger ist, weil man hier auch spürt, irgendetwas baut sich hier noch zusätzlich auf. Das ist aber gut, mein lieber Skorpion. Bei manchen geht es hier um die Finanzen, denn wir haben hier auch eine liegende 8 und 8 in meinen Legungen stehen unter anderem auch für die Finanzen, deshalb spreche ich das hier auch an. Also wenn du hier auf die Finanzen schaust aktuell, dann ist da hier schon mal ein gutes Zeichen, dass sich hier etwas verbessern soll. An sich geht es hier ganz allgemein gesehen darum, dass sich hier etwas dauerhaft verbessern soll, eben tendenziell die Gesamtsituation. Und ganz im Speziellen geht es ja aber auch um dieses Thema, das dich hier so unruhig macht. Also da sehe ich eben einen Wendepunkt und da haben wir dann auch einen sehr, sehr guten Lösungsimpuls für dich. Dazu aber natürlich wie immer im Anschluss. Jetzt schauen wir uns noch die letzte Blockade an. Wir gehen jetzt hier auf die zwischenmenschliche Ebene. Wir schauen uns ja immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Personen oder einer bestimmten Person zu tun hat. Die anderen beiden Positionen lasse ich diesbezüglich ja immer offen. Und hier geht es um einen Anfang, ja, also etwas soll hier begonnen werden. Da kann es um einen gemeinsamen Anfang gehen, dass man hier etwas Gemeinsames macht. Aber es kann hier auch um einen Anfang gehen, wo hier für dich eine bestimmte Person eine entscheidende Rolle spielt. Ja, dieser Anfang ist schicksalhaft, sehr wichtig für dich. Da geht es auch um das Thema
Wachstum, ja, so kann das eben eine zwischenmenschliche Verbindung betreffen, ja, eben vielleicht eben auch ein neuer Kontakt könnte das dann in dem Fall sein. Es kann hier aber auch um etwas gehen, ja, in einer bestehenden Verbindung, dass man hier irgendwo gemeinsame Sache macht, etwas gemeinsam starten möchte. Das ist hier auch noch blockiert, aber so wie ich das hier sehe, geht es hier tendenziell eher darum, etwas Kleineres zu erkennen, das eine große Wirkung hat, und dann steht diesem Anfang hier tendenziell gar nichts mehr im Weg. Ja, und da schauen wir jetzt in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Bleiben wir jetzt gleich auf der zwischenmenschlichen Ebene. Da liegt die 666. Achtung, das ist kein negatives Omen für alle, denen die 666 bisher noch nicht in den Legungen begegnet ist. Davor kommt die 555, danach kommt die 777, also logischerweise dazwischen die 666. Ja, also das ist Teil eines Engelszahlenzyklus. Engelszahlen ganz allgemein in meinen Legungen stehen eben auch dafür, dass du am absolut richtigen Weg bist, stehen für schicksalhafte Zyklen. Und bei der 666 geht es darum zu erkennen, was man nicht mehr möchte. Was soll sich verändern? Ja, und da geht es entweder um eine, also generell vielleicht auch um deine zwischenmenschlichen Verbindungen, ja, dass man hier zum einen reflektieren soll, was sind hier so Themen, die man hier nicht mehr im Alltag beispielsweise sehen möchte, und vor allem eben auch parallel dazu haben wir hier den Hinweis auf die 777 Energie. Also das ist auch etwas ganz Interessantes, ja, dass sich die 666 gerne in Verbindung mit der 777 zeigt. Hier zeigt sich die Energie mit einer, ja, mit einer anderen Karte, denn hier geht's darum, ja, da geht's darum, das große Ganze zu erkennen. Wie soll es denn sein? Denn bei der 777 Energie geht's zum einen auch um Glück und es geht ums Manifestieren, was bedeutet, dass es hier dann auch wichtig ist, ganz klar zu formulieren, was möchte ich denn oder was möchten wir denn? Das ist ganz entscheidend und dafür ist die 666 Energie eine ganz wichtige Vorbereitung, ja, denn da, wenn man klar erkennt, was man nicht möchte, kann man viel klarer ausformulieren, was man möchte, ja, und da kann man dann eben sagen, ich möchte das und das nicht mehr, aber ich möchte, dass es so und so funktioniert oder so und so läuft, ja, und da kann es eben auch um ein gemeinsames Vorhaben gehen. Vielleicht geht es hier für dich auch um ein ganz spezielles Thema, vielleicht eben auch die Thematik, die sich hier zeigt, die dich so unrund macht, dass es für dich wichtig ist, dass du hier bestimmte Dinge klar benennen kannst und ja, hier dann vielleicht auch im Gespräch mit einer anderen Person bist und dir diese Person dann vielleicht auch klarere Antworten geben kann. Wichtig ist, was auch immer hier für dich das Thema ist, mein lieber Skorpion, schau zuerst auf das, was du nicht mehr möchtest, ja, und dann schau ganz klar auf das, wie soll es sein, ja, und ganz hilfreich könnte es hier auch sein, den Ist-Zustand zu betrachten, ja, wie ist es denn jetzt? Und wo möchte ich hin? Was ist denn der Sollzustand? Und dann, also das, was ich hier wahrnehme, ist, dass hier viele erkennen werden, Moment mal, der Sollzustand, der ist ja gar nicht so weit entfernt. Schauen wir mal weiter. Da geht es jetzt um diesen Wendepunkt und das habe ich auch ausgetestet. Hier kommt ein bisschen zu viel zusammen. Ja, also das zeigt sich auch hier zu Beginn der Legung. Also einiges überlagert sich auch und das Universum möchte dir hier ja einen recht guten Ratschlag zur Hand geben, damit sich dieses Chaos hier wieder auflösen kann. Und es geht hier für viele um eine Entscheidung, ja, oder dass du dich hier noch nicht so recht entscheiden kannst.
einmal ist es ja, einmal ist es nein, oder es geht hier vielleicht um verschiedene Optionen und du weißt nicht so recht, welche ist hier die richtige für dich. Also das ist auch nicht ganz einfach. Und dann sehe ich ja auch, ja, also es ist wichtig, sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Und das Universum sagt ja, da zeigen sich einfach sehr, sehr viele Themen, die hier mit dieser Sache zu tun haben. Und für dich ist es hier hilfreich, wenn du dich ja auf die Herzebene begibst. Ja, vielleicht könnte hier auch eine Meditation hilfreich sein, ja, die sich auf das Herzchakra bezieht. Also das, also nur als Einwurf von mir. Wichtig ist, ja, also, dass sich hier die Kopf- und die Bauchebene verbindet, ja, also das logische Denken und die Bedürfnisse, die treffen sich am besten auf der Herzebene, und auf der Herzebene zeigt sich üblicherweise auch das, was für dich deine Wahrheit ist. Und da sehe ich eben, da gibt es etwas, da gibt es eine Option, wo du wirklich merkst, da gehöre ich hin, oder das ist das, was ich möchte, das ist stimmig für mich. Und dann zeigt sich hier noch etwas anderes oder andere Themen, ja, wo du nicht wirklich so viel Interesse hast, wo hier vielleicht Glaubenssätze mitschwingen, wo du das Gefühl hast, ja, das muss man doch auch machen oder das muss doch auch dazugehören. Da würde ich dir empfehlen, mal darüber zu reflektieren. Hier kann es auch sein, dass diese Glaubenssätze oder diese Themen hier einfach ein bisschen angepasst werden sollen. Aber insgesamt ist es wichtig, eine Entscheidung zu treffen. Also das sehe ich hier. Diese Entscheidung, die bringt auch den Wendepunkt, ja. Also auch wenn du dir hier denkst, aber das ist doch irgendwie eine kleinere Entscheidung oder kann das so wichtig sein, das zeigt sich hier ganz eindeutig, ja. Also das hat hier eine sehr, sehr große Auswirkung. Gehen wir noch auf deine Ebene. Da hält sich das Universum ein bisschen bedeckt. Ja, da geht es jetzt auch um dieses Wiedersehen. Da geht es um etwas, das ans Licht kommt für dich. Um was es hier genau geht, ja, also das kann ich hier nicht herauslesen oder soll ich auch nicht herauslesen. Wichtig für dich ist, du kannst hier Frieden schließen. Ja, also entweder geht es hier ganz konkret um diese Sache, das, was dich hier so unruhig macht oder wo du dir hier den Kopf zerbrichst, ja, also dass du hier vielleicht klar erkennst, okay, da gehe ich jetzt weiter. Es kann hier auch um eine Versöhnung gehen, beispielsweise, wenn das hier bei dir zwei Themen sind. Lass das einfach mal auf dich zukommen, mein lieber Skorpion, ja, also entweder geht es hier für dich um ein großes Thema oder du triffst hier demnächst eine Person wieder, ja, mit der, wo du vielleicht gar nicht damit gerechnet hast, und du kannst damit einer Situation aus der Vergangenheit abschließen, die hier vielleicht auch gerade unterbewusst hineinwirkt. Ja, also lass es einfach geschehen. Es ist auf lange Sicht gesehen, das, was sich hier tut, das ist für dich sehr, sehr gut. Und da sehe ich eben auch, dass sich hier diese Blockade löst, was die Unterstützung betrifft. Also entweder ist das hier diese Unterstützung selbst, oder du kannst hier dann klar erkennen, wer dich hier in dieser Situation unterstützen kann, an wen du dich wenden kannst. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Gehen wir gleich auf deine Ebene. Da zeigt uns das Universum einen Stillstand, der nicht nur aufgelöst wird, sondern sich auch in ein Wachstum transformiert, verwandelt. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr schön. Also es geht hier sofort los. Ja, also ich sehe hier für viele auch, ja, dass sich hier irgendetwas Dunkles auflöst. Ja, irgendetwas Belastendes verschwindet hier. Du hast hier klare Sicht, und so wie das hier aussieht, werden hier auch Nägel mit Köpfen gemacht, also von der Energie her. Also das ist schon mal sehr, sehr schön, mein lieber Skorpion. Da schauen wir gleich mal weiter. Da will ich zuerst auf die zwischenmenschliche Ebene gehen.
Und hier zeigt sich auch dieser Anfang. Es geht hier ja auch um eine Art Aufbruch auf zu neuen Ufern. Das wird mir hier angezeigt. Und was ich hier eben auch sehe, ist, ja, also diese Vorbereitung mit der 666-Energie ist hier sehr wichtig, weil du wirst hier rascher vorwärts kommen, wenn du auch klar erkennst, was hier nicht mehr sein soll oder was du nicht mehr möchtest. Und da sehe ich, dass du hier auch erleichtert aufbrichst oder dass du mit einer Person hier erleichtert aufbrechen kannst oder mit Leichtigkeit aufbrechen kannst, weil hier eine Last verschwunden ist, weil man hier etwas losgelassen hat. Also diese unruhige Stimmung, die wir hier in der Außenschau haben, mein lieber Skorpion, die ist in der Tendenz komplett verschwunden. Ja, und dann haben wir hier noch eine Botschaft für dich. Also es geht hier um ein Gleichgewicht, das wiederhergestellt wird oder generell hergestellt wird. Da geht es um dich selbst. Also du triffst ja auch diese Entscheidung. Du wirst dir hier klar über eine bestimmte Situation. Hier kann es eben auch darum gehen, dass man sich hier ja zwischen verschiedenen Aspekten entscheidet und sagt, ich nehme das, das und das, der Rest fällt weg beispielsweise. Hier sehe ich einfach auch eine Klarheit, Ruhe kehrt wieder ein. Und was auch ganz interessant ist, mein lieber Skorpion, das liegt hier. Und das, also diese Karte hat eben auch mit den Finanzen zu tun. Ja, also das könnte hier mit dieser Thematik zusammenhängen, dass hier vielleicht ein finanzieller Eingang zu erwarten ist. Es kann hier aber natürlich auch um etwas gehen, das für dich persönlich sehr wertvoll ist, das sich hier dann auch zeigt. Ja, also deine Mühen machen sich bezahlt und das wird auch spürbar für dich. Aber wichtig ist hierfür auf jeden Fall, dass hier eine Entscheidung gefällt wird. Ich muss nur hinzufügen, eine Kartenlegung kann dir eine Entscheidung auch nicht abnehmen. Was ich dir aber sagen kann, also so wie das hier aussieht, wirst du für dich die richtige Entscheidung treffen. Und das, was wir hier in der Tendenz haben, das ist wirklich eine ganz, ganz wunderbare Entwicklung. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du über neue Legungen informiert werden möchtest. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.